Hallo Leute, ja, nach dem Speichern und Neustarten des Spiels sieht es momentan ja wohl ganz gut aus. Wahrscheinlich kommen die alle irgendwo unterwegs dann weiter oder so, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist hier jetzt kein Stau mehr. Kann natürlich auch daran liegen, dass wir so viele weggenommen haben. Hier sind halt 380 drinne, hier sind 300 drinne. Das ist alles schon erledigt mit Abnehmern, ne? Da waren zu viele Fahrzeuge drauf, deswegen war das so schlecht. Und nein, Tante Mimi, ich bin nicht frustriert. Ich spiele das Spiel ganz gerne und ja, es kann nicht immer alles klappen. Manchmal muss man auch mit so einem Fehler da klarkommen und da muss man den reparieren und wenn es klappt, dann klappt es. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Und wenn man bankrott ist, ist dann das Spiel vorbei. Dann fangen wir neu an. Vorher würde ich jetzt nicht neu anfangen wollen. Und ja, ich muss gucken, hier fährt wieder einer vielleicht durch die Gegend, der nichts drauf hat, weil vielleicht hat es nicht funktioniert oder sowas. Das muss ich alles nachgucken, da hast du vollkommen recht. Aber wird halt schwierig, weil ist ein komplexes Spiel, ja, und ich muss auch nicht jede Fabrik anschließen, aber ich will immer, ne? So Helfersyndrom wahrscheinlich. Gut, schauen wir zu, dass wir das hinkriegen und ne, nach dem Logo gucken wir mal zu, welche LKWs wir hier noch rauskicken können und welche nicht. Da gibt es bestimmt hier unrentable ohne Ende. So, dann sind wir auf dem Großbildschirm und dann wollen wir mal gucken, was wir hier so machen können. Wir haben ja hier unten eine wunderbare Liste mit Fahrzeugen. Was ich so ein bisschen irritiert ist, warum gibt es keine Dingens? Sag schon, also die LKWs sind ja fast alle hier minus am Rumfahren, ne? Holzbretter zu Melrichstadt. Fräsabzweig ist da bei unserem LKW und Melrichstadt 7. Brauchen die da überhaupt Holzbretter? Das ist die nächste Frage, ne? Logistik. Ja, sie brauchen welche, aber wahrscheinlich. Wo sehe ich jetzt das Logistikunternehmen? Hier ist voll. Das ist unser Problem. Das heißt, wir müssen jetzt schauen, wie viele Fahrzeuge sind hier am Fahren auf dieser Linie. Zwei. Und zwei sind schon voll. Aber zwei würde ich sagen, ist jetzt nicht das Problem. Vielleicht haben wir da auch welche weggeschickt von der Sache. Das weiß ich jetzt nicht. Also ich würde die jetzt tatsächlich nicht wegschicken wollen, ne? Das sind wahrscheinlich diese beiden Fahrzeuge. Wo lernen die ab? Nirgendwo, ne? Ach so, hier hin, wenn sie abladen müssen. Verbrauchen die denn was? Das wird nicht weniger, ne? Sonst lass uns von den beiden, die fahren ja jetzt auch wieder voll weg, lass uns da einen definitiv ins Depot schicken und. Ja, das hat Tante Mimi auch gesagt. Ich hätte ja ein Depot da unten bauen können, dann wären die da schneller hingekommen, ne? Ja, hätte man machen können. Oder die Straße hier abreißen, war auch noch bei Heubach West, ne? Hier, dass sie hier nicht hinten reinfahren können, dann hätte es auch nicht das Stauproblem wahrscheinlich gegeben, ne? Aber ich glaube, das Problem liegt ja auch mehr daran, dass die gedreht haben und hier haben andere gedreht. Dann hätte ich hier bei Heubach West wahrscheinlich das, die Straße davor wegreißen müssen. Das weiß ich nicht, ob das praktikabel gewesen wäre. Müssen wir mal schauen, weiß ich nicht. Was haben wir denn hier? Okay, hier dürfen noch Holzträger angeliefert werden. Jetzt pass auf, da werden gar keine angeliefert wahrscheinlich, oder? Fahrzeuge können hier entladen. Ja, tun sie auch wahrscheinlich. Aber sind da Fahrzeuge drauf, die Holzträger haben? Warte, der Baumarkt, da muss ich hier nochmal rein. Holzträger. Eisenerz, Holz zu, Holzträger hier unten. Fährt der denn Holz? Ne, der soll Holzträger fahren. Aber Holz gibt's da auch. Gut. Aber warte mal, das war ja der. Dann passt das doch gar nicht. Was fährt der? Der fährt Holzträger. Und der fährt auch Holzträger. Dann nehmen wir hier noch einen, der fährt Baumstämme. Der soll doch Holzträger fahren, oder? Aber könnte das sein, dass es zu viele dann sind? Ich würde sagen, ja. Den haben wir, den haben wir, den haben wir nicht. Was fährt der? Holzträger. So, das sind jetzt die fünf. Und zum nächsten Depot senden. Zum nächsten Depot senden. Die zwei sind weg. Wir machen da nur drei drauf. Das waren zu viele. So, jetzt haben wir hier, der ist im Depot. Da sind ja nur drei drauf, ne? Dann lass uns mal die gucken, die da sind.
Der macht Holz. Der macht Holzträger. Das hat also auch gut geklappt mit der Zuweisung der Linie, ne? Ja, der macht Holz. Gut. Die drei lassen wir auch mal fahren. Das ist schon alles erstmal gut. Die können wir alle zumachen. Ja, da müssen wir überlegen, ob wir den nicht sogar hier verkaufen. Kann man das hier machen? Ne, kann man nicht, nur im Depot wahrscheinlich. So, die sind erstmal weg. Gut, dann haben wir das erledigt. Was ist jetzt hier? Das ist Erz. Wo ist dieses Depot jetzt? Heubach West ist da. Und Erz ist da, ne? Und das ist auch voll. Das heißt, definitiv zu viele Fahrzeuge drauf. Zack, weg. Zack, weg. Ich lass mal drei drauf, oder? Zwei? Ne, ich lass mal drei drauf. So, da haben wir Heubach West jetzt mal einmal schon mal abgefrühstückt. Hier 380, okay. Müssen wir schauen. So, das war mit ja, Melrichstadt haben wir ja natürlich wahrscheinlich gar nicht hier was, ne? Das lassen wir hier. Was ist jetzt mit Melrichstadt? Da sind zwei LKWs, okay, das hatten wir erledigt. Dann haben wir hier Borgenteich. Mach den mal runter. Den weg. Die fahren Baumstämme. Lass uns erstmal da hingehen, ob da überhaupt Baumstämme gebraucht werden. Das ist ja das nächste, ne? Borgenteich. Süd nach Borgenteich Abzweig. Das ist hier. Okay. Ach so, die bringen da Holz hin, oder was? Nee, die sollen das hier hinbringen. Aber voll. Wie viele Fahrzeuge sind da drauf? Eisenerz und Holz. Drei sind da drauf. Holz. 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 Ja, wahrscheinlich der auch, ne? Ja. Gibt es hier noch was anderes, was wir anliefern können? Da war doch noch was, aber das ist Erz. Okay, lass mal gerade ein Stück rauszoomen. Okay, das war Kupfer, das haben wir hier jetzt gerade, glaube ich. Das heißt, ja, auch der Holzfahrzeug ist einer zu viel. Zack, einer weg. Dann ist das schon mal erledigt. Passt. Melrichstadt, Borgenteich Süd hatten wir wohl. Route 46, das heißt doch schon alles. Da ist doch wieder nur ein Fahrzeug alleine am Fahren wahrscheinlich, oder? Da ist noch nicht mal irgendwas hinter, ne? Kann das sein? Niemand da. Zack. Zum Depot senden, ausgemustert. Beide so da, ne? Den anderen können wir da gleich auch noch nehmen, ne? Den kannst du zum. Und den haben wir schon, ne? Ja. Die können beide weg, die da fahren. Und das kannst du eigentlich schon fast abreißen. Stellt sich die Frage wegen laufender Kosten, ob das Sinn macht. Geld sind wir schon mit 47.000 im Minus. Lass uns mal zum Depot gehen, weil da können wir ja ganz viele Fahrzeuge mal wegschmeißen, weil ich glaube, das kostet uns ja auch alles Zinsen, oder? Alle losschicken, alle verkaufen. Ja, weg damit. Jetzt haben wir wenigstens 164.000 plus. Holz zu Melrichstadt West. Wird da noch Holz gebraucht? Sieht so aus. Wo ist denn Melrichstadt West? Da. Logistik ist auch nur noch da. Und wie sieht es damit aus? Okay, das passt mit den zwei LKW, das lassen wir so. Gut, kann zu. Kann zu. Den hatten wir, oder Holzträger zu Gefräß, hatten wir, glaube ich, eben schon alle weggemacht, weil da nichts los war, genau. Holz zu Melrichstadt West haben wir. Kohle zu Gefräß Ost. Das ist hier. Wird da Kohle gebraucht? Logistik? Nein, wird auch nicht gebraucht. Das heißt, zack, zum Depot. K.
kann weg. Das war jetzt Gefräß Ost. Mellrichstadt Anbau ist da. Das war unsere Forschung, glaube ich. Das hatte Tante Mimi auch gesagt, dass man sich dann auf die Forschung konzentrieren sollte, dass das da läuft. Und die Forschung geht man auch ganz doof platziert an der Hauptstraße sozusagen, ne? Das macht auch absolut keinen Sinn wahrscheinlich. So, Mellrichstadt Anbau haben wir hier jetzt. Jetzt müssen wir mal gerade gucken. Ja, da sind ein paar LKWs, die natürlich da hin und her fahren für die Forschung. Und sonst ist wahrscheinlich sonst nichts. Labor 2. Ah doch, hier Eisen wird da einmal abgenommen. Wahrscheinlich ist das aber auch das Einzige, was wir gar nicht anfahren, ne? Route 43 sagt auch schon wieder alles, ne? Ja, Steine. Route 43, fahr weg. Und der hier, ist der da? Der hat Sand. Ach so, es könnte sein, dass der Sand da gebraucht wird für eine Forschung. Und die Steine vielleicht auch. Der Sand auf jeden Fall, können wir also fahren lassen. Und hier, nee, die brauchen schon was anderes. Kies brauchen die, nicht Steine. Dann war das schon mal richtig. Okay, lass das erstmal so, denke ich. Hier, ja, hier passiert ja auch was, das sieht schon mal gut aus. Fahrrad zur Garage 1, okay, den können wir schließen. Das können wir so lassen. So, was hatten wir jetzt hier noch? Eisen wird da hingebracht, aber Eisen ist wahrscheinlich auch überfüllt. Oh, geht sogar. Geht schlimmer. Aber vielleicht sollten wir da definitiv einen von wegnehmen, weil das sind 2, 4, 5. Vielleicht sogar 2 wegnehmen. Weg damit. Komm, der geht auch weg. Passt dann schon besser. Vielleicht kriegen wir es mit dem Geld dann auch hin. Hier ist tatsächlich einer, der Plus macht. So, wo waren wir jetzt hier? Mellrichstadt Anbau. Ist der auf jeden Fall wohl. Ah, die sind schon im Depot und die sind hingeschickt oder umgekehrt. Heubach West waren wir schon. Okay, da wird jetzt auch tatsächlich Plus angefahren. Sehr interessant. Gefräß unten. Wahrscheinlich ist da auch nichts mehr los. Doch, da ist was los. Da wird Eisenbarren gebraucht. Und wie viel sind es? Sind voll. Das heißt, warte mal, welches Fahrzeug war das? Habe ich schon eins? Nein. definitiv zum nächsten Depot. Das passt dann schon mal. Und ich denke, wenn wir da zwei hinfahren lassen, reicht das auf jeden Fall auch. Knapp. Daneben ist auch vorbei. So. So. So, Gefräß unten haben wir auch angepackt. Heubach West hatten wir schon. Da ist tatsächlich einer mit Minus am Fahren. Aber das hatten wir schon angepackt. Das muss passen. Gefräß unten sind zwei zum Depot geschickt. Passt also. Der ist schon weg. Mellrichstadt Anbau, das war, wo die Labore sind. Ne? Genau, das passt also auch. Mellrichstadt Anbau brauchen wir nicht. Route 46 ist schon da. Eisenbahn ist geklärt bei Anbau. Südwest, Gefräß Südwest, da sind wir noch nicht gewesen. Gefräß Südwest hat was für Abnehmer? Das Lager und diese Firma. Und die Firma hat, da geht noch was, okay. Jetzt ist gerade noch die Frage, wie viel sind da drin? Zwei Fahrzeuge, das kann so bleiben, das passt. Gut. Das war Gefräß Südwest. Da, Heubach hatten wir schon gearbeitet. Wirges Halt, das müssen wir noch gucken. Wirges Halt ist hier um die Ecke. Hat wahrscheinlich gar keinen Abnehmer. Ne? Doch, hat es. Holzbarren. Und nicht voll. Da fehlen die Holzbarren. Keine Fahrzeuge vielleicht drauf. Kann das sein? Ne, müsste ja hier sein, oder? Ne, das ist der Baumarkt. Ich brauche das Haus hier. Das ist hier. Da, Übersicht. Doch, da wird was hingefahren. Aber Holzbretter sind schon mal falsch. Hat er die? Ne, der hat Holzbarren. Warte mal, das verstehe ich jetzt nicht. Ich bin doch hier bei Birges Halt. Wieso stehen die denn hier? Okay. Holzträger ist hier richtig, ne? Ja.
Warte mal, dann machen wir da den Holzbretter. LKW. Der kriegt jetzt einen anderen Fahrplan. Und zwar den Holzbretter zu Birges Halt. So. Und wir fahren da. Da ist ja fast nichts. Das heißt, da können wir erstmal noch im dritten draufjagen. Holzbretter zu Birges Halt. Und ich glaube, den. Ja, komm, den schicken wir da auch noch hin. So, dann ist diese Linie futsch. Entfernen. Ja. Okay, dann haben wir das schon mal. Die können zu wieder. Wir waren jetzt bei Birges Halt. Das ist hier. Borgenteich Süd, da waren wir meines Erachtens schon. Da ging es nämlich um diese Produktion. Das ist voll. Welche Fahrzeuge liegen da drauf? Okay, da haben wir einen schon weggeschickt wohl. Und zwei nur noch, die da Holz zu. Ja, das passt auch. Und das andere war Eisenerz. Und das ist leer. Das heißt, da können auf jeden Fall welche hinfahren. Das passt. Das heißt, da müssen wir mit den Zügen nachher gucken, ob das passt. So, Borgenteich Süd haben wir angepackt. Melchstadt Abzweig. Oh, das hier heißt schon wieder hier anders, wie es da ist. Aber Melchstadt unten ist da, aber Melchstadt Süd ist. Achso, okay. Die fahren da hin und her und bringen da was. Aber ich glaube, das können wir so lassen. Das funktioniert, obwohl hier alles voll ist. Ne? Es wird nichts abgeholt. Ah, ich sehe den nächsten Stau im Hintergrund. Okay, ich sag mal, Abzweig ist klar. Nordwest fährt sogar plus ein. Wo ist das? Birges Nordwest ist hier. Logistik sagt mir nur diese Holzstämme. Und das sind zwei Fahrzeuge, die dann wahrscheinlich auch, brauchen wir gar nicht reingucken. Dann, wir können höchstens hier reingucken. Ja, die liefern und das passt auch ungefähr. Das passt erstmal. Das war jetzt Birges Nordwest. Und da sind doch noch einige. Route Nordwest ist klar, Route kann weg. Melchstadt Abzweig haben wir bestimmt gehabt. Anbau auch, Abzweig auch. Ich glaube, Transfer könnten wir vielleicht nochmal gucken. Das hatten wir vielleicht nicht. Aber ach, das ist eine Bushaltestelle erstmal. Ich glaube, da brauchen wir nicht so hinterher gucken, weil die müssten eigentlich fahren. Was haben wir hier für einen? Das ist ein größerer Bus, ne? Ja, Stadtbus. Die lassen wir erstmal fahren. Die müssen wir allerdings, nee, warte mal, die müssen wir gar nicht angucken, weil das sind die einzigen, die uns Plus bringen wahrscheinlich momentan, ja. Außer der Kohle-LKW zu Birges Südost. Das ist hier. Birges Südost hat logistisch aber Kohlen auch Angebot. Dann ist das schon richtig. Ist die Kohle denn voll? Natürlich ist die Kohle voll. Gut, das heißt, hier nochmal gerade rein und die Übersicht. Ja, wenn der voll ist, ne, dann kannst du auch gleich einen davon wegschicken. Passt erstmal. Das war jetzt Birges Ost. Ja, Südost ist es. Okay. Achso, das ist die Bushaltestelle. Ja, Südost passt ja. Kohle zu Sürgen, das ist klar. SB Birges, das brauchen wir nicht gucken, Stadtbusse. Die sind alle im schwarzen Bereich noch. Holzbretter zu. Okay, das ist jetzt irgendwo anders. Holzbretter von Melchstadt Südost. Hier hingefahren. Sollen die nicht mit der Bahn vielleicht angeliefert werden? Fahren da irgendwelche LKWs rüber? Zurzeit sieht das nicht so aus. Warte mal. Die werden da abgeholt und fahren dahin. Nordwest, ne? Ja, sind reichlich LKWs. Übrigau, Warenbrück, Nordwest. Holzbretter werden da hingebracht. Lass mal gerade reingucken. Ja, ist fast voll. Boah, das bedeutet, glaube ich, schmeiß den weg. Das sind zu viele. Angesichts der großen Entfernung mache ich aber 5 Stück, lasse ich da mal drauf. Vielleicht wird es dann besser. Aber da müssen wir drüber nachdenken, dass das hiermit passiert dann. Das sind die alle.
Welche Stadt Ost haben wir, glaube ich, gehabt, oder? Wo ist Ost? Da. Logistik. War die Kohle? Ja, ich glaube, das haben wir gehabt. Das passt. Das kann also zu. Transfer, das war Busse. Das ist erstmal okay, obwohl da gerade ein Minus steht. Da müssen wir aber noch reingucken. Aber das sind erstmal alle Fahrzeuge. Ich sag mal, für die Runde soll es reichen. Wir sind durch die LKWs durch. Nächste Runde gehen wir durch die Züge durch. Und danach müssen wir gucken, dass wir solche langen Linien rausnehmen, wie da eben mit den Brettern, dass das mit dem Zug gemacht wird. Ne? Müssen wir schauen. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.